Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin ein bisschen stolz, denn ich habe heute das erfolgreichste Elektromodell in Deutschland und Europa dabei. Hier steht sie, die Renault Zoe. Und ganz spannend ist die Frage, die wir heute in diesem Review beantworten werden. Ist es nur das erfolgreichste bzw. das beliebteste Elektromodell oder auch das beste? Dafür werden wir uns natürlich mit der überarbeiteten Optik beschäftigen, mit dem Akku, mit dem Laden, mit dem Gewicht, mit dem Platz auf der Rückbank, mit dem Kofferraum, mit der Anhängelast, mit den Wettbewerbern, mit dem Preis, mit der Förderung, mit Wallboxen, eben alles, was euch inklusive natürlich Laden zu diesem Auto interessiert. Ich bin der Jan, ja, und jetzt gibt es einen kleinen Kuss für unsere Elektrorakete. Und beginnen werden wir an der Stelle mit der Historie von diesem Auto. Das gibt es seit 2013 und es war immer so ein kleiner Wettbewerb, wer ist das erfolgreichste Elektromodell? Er hier oder der Nissan Leaf, habe ich mit Begeisterung verfolgt. Und dann war was ganz Interessantes, denn 2019 war es übrigens so, dass dieses Auto, was hier auf der Plattform mit dem Renault Clio steht und immer noch in Frankreich gebaut wird, was sehr gut ist, jedenfalls hat sich etwa 10.000 Mal verkauft. Und 2020 hat sich 30.000 Mal verkauft. Und damit war es eben das erfolgreichste Modell. Woran liegt das? Naja, unsere Bundesregierung verteilt Geldgeschenke, denn als Dienstwagen zahlt er eine 0,25% Dienstwagensteuer statt 1%, was sich für viele wirklich im Geldbeutel lohnt. Und Renault selbst hat auch viel verstanden, denn sie haben gesagt, hey, also diese Elektro-Kaufpreisprämie, die stocken wir auf 10.000 Euro auf, was für viele dann interessant war, ne? Statt 30.000 Euro Listenpreis kostet er nämlich nur noch 20. Und sie haben auch was verstanden, nämlich bekommt man in Deutschland ja, glaube ich, fast 900 Euro Förderung, wenn man so eine Wallbox sich zu Hause an die Wand schrauben lässt vom Elektriker. Und ja, die bekommt da von Renault, glaube ich, bis Ende Februar 2021 aktuell noch umsonst dazu. Heißt, die zahlen euch 300-400 Euro extra und damit habt ihr halt so ein Rundum-Sorglos-Paket. Es gibt richtig viele Wettbewerber, also richtig scheiß viele Wettbewerber. Einer der ersten war der BMW i3, der ja nie so richtig funktioniert hat. Der Nissan Leaf hat sehr gut funktioniert. Ja, wir haben inzwischen den Opel Corsa E, wir haben den Peugeot E208. Ich habe sie mir ja aufgeschrieben, Mini Cooper SE zum Beispiel auch noch, VW ID3 haben wir euch vorgestellt. Hab hier ein kleines weißes Spickzettelchen, genauso wie das Auto. Ich will einfach nichts vergessen und ja, es fällt mir schwer, mir alles zu merken, weil so viele unrunde technische Daten sind bei dem Auto, ne? Aber jetzt beschäftigen wir uns gleich mal mit dem Facelift hier, was ja 2020 auf den Markt kam. Was ist neu beim Facelift? Eine Reichweite, ja, von hier 390 Kilometer. Wir haben innen recycelte Materialien jetzt. Und ganz wichtig bei dem Front- oder Nasenlader ist jetzt hier, ihr könnt den mit bis zu 50 Kilowatt jetzt beladen. Dazu kommen wir allerdings später. Das Auto ist immer noch 4,9 Meter lang, 1,79 Meter breit, 1,56 Meter hoch. Was hat sich am Facelift getan? Also erstmal haben wir hier eine mega geile Leuchte. Hier steht es drauf, Renault LED Pure Vision, also ein tolles Licht, was auch die Möglichkeit hat, mit dem Fernlicht Gegenverkehr ja auszublenden, Schilder anzublenden. Wir haben hier übrigens den Kühlergrill so ein bisschen neu designt. Zoe steht hier drauf, richtig schön geschwungen mit so einem Black Panel. Zum Laden kommen wir später. Und bei Facelifts macht man das ja oft, dass man hier unten diesen Diamant-Look so ein bisschen angepasst hat, so neuen Stoßfänger leicht, aber ehrlicherweise, die Optik, die hat sich jetzt nicht so groß verändert. Ihr bleibt mal da, ich mache mal den Nasenlader vorne auf, damit wir mal drüber sprechen können, wie eben die Ladezeiten sind. Jetzt müsste das da vorne aufgeploppt sein. Und ganz interessant ist, der Akku liegt im Unterboden hier unten. Es gibt einen 41 Kilowattstunden fassenden Akku und es gibt einen mit 52 Kilowattstunden. Wir haben den mit 52 Kilowattstunden und
Ja, der lädt jetzt hier mit bis zu 50 Kilowatt. Der bräuchte jetzt 30 Minuten, um damit dann 150 Kilometer nachzuladen. Von 0 bis 80% bräuchte er eine Stunde 10, beziehungsweise braucht, wenn man ihn mit 22 Kilowatt lädt, dann braucht er 3,40, um voll zu sein, mit 7 kW, was so ein typischer Wallbox-Wert für zu Hause ist. 9 Stunden 30 und an der Haushaltssteckdose sensationelle 28 Stunden. Was mir aufgefallen ist beim Laden, ist, er hat relativ hohe Ladeverluste. Heißt, um die 52 Kilowatt voll zu bekommen, habe ich etwa 60 Kilowatt reingetankt. Ne? Also die Wallbox verlassen haben, ist dann relativ wenig da drin angekommen. Aber ich mag Nasenlader, ich finde das hier am praktischsten. Ich mag auch dieses Licht hier. Und jetzt mache ich es euch vielleicht einfach auch noch hier vorne mal auf. So, einmal... zweimal. Was jetzt spannend ist und was viele auch kritisiert haben, ist, das ist jetzt ein CCS-Lader. Ne? Also wir können Gleich- und Wechselstrom laden. Neu ist ja eben dieses Laden mit bis zu 50 Kilowattstunden. Aber der kostet 1.100 Euro Aufpreis. Und ich denke auch so ein bisschen, hey, also man kauft ein Elektroauto und zahlt da noch extra, dass er laden kann oder die schnelle Ladefunktion hat. Puh, weiß ich nicht. Also 15 bis 17 Zoll Felgen haben wir hier. Wir haben Scheibenbremsen jetzt überall hier drin, was wichtig ist im Facelift. Und ja, hier dieses Renault-Zeichen in Blau unterlegt ist auch gut. Ich bin ein riesen Renault-Fan. Mein Opa hat immer Renault gefahren und mich als kleines Kind immer mitgenommen. Deshalb Renault ist ganz tief in meinem Herz verankert. Was nicht tief in meinem Herz verankert ist, ist dieser Anker hier hinten für die Tür. Was soll denn das? Hier ist so ein Fingerprint drauf, dass auch jemand, der zum ersten Mal mitfährt, checkt, wie die Tür überhaupt aufgeht. So hätte man sich da nicht was anderes einfallen lassen können. Ich meine, das ist ja ganz schön, weil es ganz schön integriert, aber naja. Akku, wie gesagt, liegt da unten. Der Akku an sich soll, habe es mir aufgeschrieben, vielleicht wisst ihr was genaueres, 324 Kilo wiegen, was gut ist für einen Schwerpunkt vom Auto. Was ist optisch neu? Nicht, dass hier Schnee liegt und es mich gleich auf die Fresse legt, sondern Renault Edge Light Design. Also wir haben hier neue LED-Rückleuchten mit ganz vielen, ja, so vertikalen Streben da drin. Das Licht gefällt mir sehr gut. Insgesamt sieht das Auto gerade in dem Weiß, gibt ja 8 Farben, ein unaufpreispflichtiges Weiß gibt es auch. Ja, so ein bisschen aus wie ein Ei. Man sieht direkt, das ist ein Elektroauto. Man sieht direkt, das ist jemand, der damit ein bisschen anders unterwegs sein will, was für die Umwelt tun. Das gefällt mir. Renault-Zeichen hier, Zoe hier, E auf dem Kennzeichen ist natürlich auch drauf. Und jetzt geht es um eine Sache, ein weiterer Kritikpunkt. Tut mir leid, aber das Auto hat keine Anhängelast. Das ist nicht so cool, ne? Weil selbst wenn man mal einen kleinen Hänger ziehen wollen würde, dürfte man das meines Wissens nach nicht. Jetzt haben wir hier einen Kofferraum und schaut mal hier. Das sieht ja ganz hell, ganz witzig aus, aber das Material könnte auch ein bisschen besser verarbeitet sein. Kritikpunkt Nummer 1. Kritikpunkt Nummer 2. Es gibt zwar für 75 Euro hier so einen Ladeschutz, den hat er jetzt aber nicht. Der bräuchte den serienmäßig, weil wenn ich hier eine Sprudelkiste oder einen Kasten Bier drüber ziehe, dann sieht das Auto danach aus wie ein Osterei, ne? Und nicht mehr wie so ein frisches Ei, was ganz frisch aus so einem Hühnchen rausgeschlupft ist. Jetzt kommen wir hier zu der Kofferraumgröße. Und ja... die ist 338 bis 1225 Liter groß. Da bekommt er genug rein. Chassis geht schon wieder weg, ist schon mal wieder zu früh. Hier haben wir den Schuko-Stecker fürs Laden an der Steckdose zu Hause. Hier den für Schnellladen. Perfekt, dass man die hier so praktisch unterbekommt. Und jetzt könnt ihr hier die Abdeckung wegmachen. Die könnt ihr auch ganz rausnehmen, wenn ihr wollt. Das machen wir jetzt aber nicht, weil ich dann nicht weiß, wo ich die hinstellen soll. Und dann habt ihr hier ja diese Ladefläche, habt aber das Problem, dass hier noch so eine Ladekante entsteht. Aber aus meiner Sicht ist das eigentlich auch ganz gut. Wichtig immer hier, Kofferraumklappe innen runterziehen, sonst gibt es ganz unschöne Kratzer im Lack. Ja, und jetzt springen wir mal auf die Rückbank und schauen mal, ob ich hier in diesem Ei Platz habe. Und... also, ich stehe mit dem Kopf an der Decke an. Mein Kopf will eigentlich das Blech wegdrücken. Die Decke ist aber ganz gut verarbeitet. Das kenne ich von manchen anderen Modellen schlechtern. Cool ist, hier haben wir 2 USB-Stecker. Cool sind auch die Sitze. Das ist schon alles irgendwie ziemlich fresh hier drin, würde ich mal sagen. Man kann auch hier die Kopfstützen hoch und runter klappen. Und jetzt schaut euch hier mal dieses Material an. Sehr geil. Es gibt hier Materialien drin, inklusive Plastik. Die sollen, naja, zum Großteil aus recycelten
PET-Flaschen und Materialien entstehen. Dafür haben wir hier halt in der Tür sehr viel Hartplastik. Das hat aber ein ID3 auch, ne? Das ist im Wettbewerbsumfeld relativ normal. Jesse findet diesen Türöffner schön, ich finde den relativ normal. Klar, man könnte es auch ein bisschen hässlicher machen. Aber jetzt mache ich euch mal die Motorklappe vorne auf, weil jetzt sprechen wir natürlich über die Antriebsvarianten. Und das ist gar nicht so einfach. Deshalb habe ich es mir aufgeschrieben, weil wir haben eben halt zwei Akkus hier drin, die dann in Verbindung mit zwei Motoren kommen. Ihr habt also erstmal, ich klappe ihn jetzt mal hier auf. Ja. So funktioniert es, richtiger Profi. Ihr habt also erstmal den 41 kWh Akku und der kommt in Verbindung dann mit dem 108 PS Motor. Das heißt dann Renault Zoe 110 ZE 40. Ne? Und interessant ist, diesen 108 PS Motor, der ja 225 Newtonmeter Drehmoment hat, den gibt es dann noch in Verbindung mit dem größeren Akku für mehr Reichweite. Die kleinste Version hat dann 316 Kilometer angegebene Normreichweite, wird 135 km/h schnell und beschleunigt in 11,4 Sekunden auf 100. Ja, und der Unterschied zu der Version dann eben mit dem größeren Akku ist eben nur die Reichweite, weil ja der R110 ZE50 hat dann eben halt ja, 395 Kilometer Reichweite. Der hier hat ja den größeren Motor dann da drin und hat insgesamt dann ein Gewicht von 1577 Kilo. R135 ZE50 heißt, wir haben hier einen 135 PS Motor, 245 Newtonmeter. Ja, und beschleunigt ein bisschen schneller, 9,5 Sekunden auf 100, wird 140 km/h schnell und hat eine Reichweite von 386 Kilometer. Was interessant ist, ein Normverbrauch, der hier angegeben ist, von 17,7 Kilowattstunden. Jetzt ist es interessant, weil das sind ja nur die technischen Daten, die könnt ihr alles selber lesen. Euch interessiert allerdings, was habt ihr verbraucht? Wie weit seid ihr gekommen? Also ich habe es meistens geschafft, den selbst bei dem Wetter mit 19 Kilowattstunden Strom zu fahren. Und auf der Autobahn habe ich so 280 Kilometer Reichweite geschafft. In der Stadt habe ich 400 geschafft. Und insgesamt habe ich dann ja Normverbrauch im Schnitt von 335 Kilometer ermittelt. Würde allerdings sagen, dass man von den Werten bei den ganz kalten Temperaturen, die wir jetzt hatten, von minus 5 Grad nochmal etwa 20 Kilometer abziehen kann. Und ihr wundert euch, warum ich mir das alles aufgeschrieben habe, ist echt auch nicht so einfach. Was wir jetzt machen, und jetzt wird es viel lebendiger, ich verspreche es euch, ist uns den Innenraum anschauen und dann werden wir endlich fahren. Ja, jetzt sind wir im Innenraum und erstmal mag ich das, dass der hier drin irgendwie hell, irgendwie freundlich, irgendwie offen gestaltet ist. Ähnlich wie so ein BMW i3, vielleicht nur nicht in ganz so viel Premium. Und tatsächlich hat man sich bei Renault sehr viel Mühe gegeben, weniger Hartplastik zu verbauen. Hier haben wir zum Beispiel weiches Plastik, hört mal, und sehr viel Stoff hier. Wir haben auch so ein Chrom-Zierelement hier drin. Und wenn ihr euch mal die Sitze anschaut, vor allem hier die Mittelbahn, dann sieht man, sehr wertig, bequem, Seitenhalt können besser sein, reicht aber in der Klasse, finde ich, völlig. Jedenfalls viele Materialien hier vorne bestehen aus einem recycelten Material, was ehemals PET-Flaschen zum Beispiel auch sind und so. Und auch der Himmel hier, sehr hell, sehr freundlich. Normalerweise mag ich keine helle Himmel, aber ich finde irgendwie hier passt das sehr gut rein und ist auch gut verarbeitet. Hier haben wir noch die Lichter zum Beispiel. Und wir haben hier auch sehr viel Platz. Guckt mal, hier vorne haben wir noch so eine kleine Fläche. Hier unten Handschuhfach in die Tür bei Jesse, könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Da haben wir jetzt natürlich so auch diese Stoff zum Beispiel, eine riesige Tür. Wir haben auch bei mir hier, wenn ihr jetzt mal schaut, da regnet es nicht, Hartplastik hier in der Tür. Das ist normal, aber selbst hier ja, dieser Mittelbereich hat hier Stoff, also das ist richtig gut. Jetzt würde ich vorschlagen, Jesse, setz dich mal rein, weil da draußen ist echt ein relativ ekliges Wetter, gerade so eine Mischung aus Schnee und Regen. Und jetzt können wir vielleicht uns zuerst mal hier diese induktive Ladefläche fürs Handy anschauen, die sehr gut ist, natürlich auch Aufpreis kostet. Und dann haben wir hier drin zum Beispiel noch einen Cupholder. Wir haben hier eine elektrische Parkbremse, weil wenn ihr mal hier schaut, normalerweise hat so ein Automatikgetriebe ja die Möglichkeit, dass wir so P haben. Das machen wir jetzt quasi hier mit. Und was dann auch interessant ist, hier ist ein guter Platz für den Schlüssel. Schlüssel habe ich immer so mein Problem mit dem, weil
Ich habe den schon zweimal verloren, weil der ja im Kreditkartenformat hier mir aus der Tasche geflutscht ist. Der ist sehr flutschig. Hier haben wir zwei USB-Stecker, 12 Volt Steckdose, AUX-Stecker da vorne. Hier machen wir die Klima stärker, was jetzt schön ist, aber dann könnt ihr mich nicht mehr hören. Hier machen wir die Temperatur anders. Klima machen wir dann hier an und hier steuern wir die Düsen. Ein Eco-Knopf haben wir hier zum Beispiel auch, sieht man dann da vorne Eco. Und jetzt ist ganz interessant, jetzt beschäftigen wir uns mal mit den Assistenten. Da vorne macht man den Nasenlader auf, hier den Spurhalteassistent an und aus und hier unten macht man dieses Fußgängerschutzgeräusch an und aus. Was interessant ist, kommen wir später zu. Lenkrad, drei Speichen, mega geil hier. Wir sehen das 10 Zoll große digitale Cockpit, das ist immer hier drin. Hier sind die Assistenten, ne? Da macht er die dann an und aus, dazu kommen wir auch später. Die sind ja neu. Renault-Zeichen hier. Opa, was wäre er stolz jetzt wahrscheinlich. Ja, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, dass wir links eben sehen, wie die Reichweite noch ist, der Füllzustand von der Batterie. Rechts geben wir Energie aus oder rekuperieren wir. Dazu kommen wir später. Dann können wir hier einmal so durchspielen. Haben hier den Reifendruck, den Verbrauch, Abfahrt, was interessant ist. Hier haben wir dann die Musik. Und da können wir dann zum Beispiel auch hier, was ich ganz cool finde, wenn wir hier durchspielen, die Navi-Karte dann hier reinmachen, was ich schön finde. Und wenn man dann weiter hier durchspielt, hat man dann hier noch ja, rechts so eine Energieflussanzeige, die Öko-Anzeige. Und hier haben wir jetzt das große System, Start-Stop-Knopf ist hier. Und das hat jetzt 9,3 Zoll, das gibt es auch mit 7 Zoll, was interessant ist. Und jetzt haben wir hier quasi so eine Home-Funktion. Kann man sich frei belegen, hier ist das Telefon, Radio drauf und hier dann zum Beispiel das Navi. Hier haben wir die ganzen Assistenten, die elektrospezifischen Dinge und hier haben wir jetzt das Wetter, Luftqualität. Luftqualität auch interessant, ne? Automatische Umluft kann man hier an- und ausmachen in so einem Auto, spannend. Und jetzt spielen wir es mal durch. Ist echt sehr übersichtlich gemacht. Man muss sich kurz dran gewöhnen, aber ist dann, finde ich, ganz gut. Hier kann man das größer und kleiner ziehen. Wir sind hier in Offenburg, ganz interessant. Und wenn ich jetzt hier weiter durchspiele, guck mal, man kann hier oben drücken oder auch eben durchswipen, wie man so schön neudeutsch sagt, haben wir hier die Assistenten. Was ist jetzt hier neu? Wir haben eine Verkehrszeichenerkennung, einen Spurhalteassistent, Totenwinkelassistent, aktives Bremsen, City-Notbremse. Also alles, um teilautonom Level 2 unterwegs zu sein. Dann haben wir hier die elektrofahrzeugspezifischen Dinge, dass man zum Beispiel ja, das Laden planen kann, vorklimatisieren, geht auch über eine App mit dem Handy dann, was auch gut ist. Ja, die Elektro-Point-of-View-Anzeige, ganz interessant. Hier in Offenburg seht ihr dann die ganzen anderen E-Tankstellen. Das ist echt gut und man kann das dann theoretisch auch in einer anderen Stadt suchen, wenn man denn will. Aber eigentlich ein richtiger Offenburger geht nie aus Offenburg raus. Hier haben wir dann die Energieflussanzeige, da kommen wir beim Fahren zu. Eine Liste, ein Histogramm dann auch, was spannend ist. Und ja, das Wetter hier in Offenburg müsste relativ bescheiden sein, sieht man dann hier. Und wenn euch das zu stressig ist, ne, könnt ihr theoretisch hier lauter leiser machen. Aber ihr könnt es auch hier machen, diesen kleinen Arm, den würde ich mir sparen, den finde ich nicht so sinnvoll. Aber na okay, das ist halt so, elektrisches Parken haben wir dann hier. Und hier haben wir eben Navigation, Radio, Musik, Telefon, Apple Kabel, Android Auto ist hier auch drin. Nochmal separat. Wir haben hier ein Update zum Fahrzeug, könnt ihr euch dann hier alles anzeigen lassen, was auch spannend ist. Ja, und ich denke mal, hier kann man das System übrigens auch ganz ausmachen, wenn man das will. Dann haben wir hier diese Grafik, die auch schön ist. Das ist das Wahre, was wir jetzt machen, ist endlich. Kommen wir endlich zum Fahren. Und das ist Offenburg. Es hat Schwarzwald, kalte 0 Grad. Ich fühle mich so ein bisschen wie bei Lost oder bei Castaway. Mich hier raus aus dem Kaff. Nein, ich liebe meine Heimat. Hashtag Heimat und so. Ne? Schwarzwald, ihr wisst schon. Was ich jetzt mache, ist mit euch fahren. Das Auto wiegt etwa 1,6 Tonnen. Der Akku wiegt etwa 300 Kilo. Wir haben den 135 PS Motor hier drin mit dem 52 Kilowatt starken Akku. Jetzt machen wir hier an und die Lüftung ein bisschen runter. Jesse wird frieren und die Energieflussanzeige an. Sieht hier auch echt ein bisschen Transformer-mäßig aus. Der B-Modus hier unten ist ja neu. Den spielen wir gleich durch und besprechen den. Und jetzt fahren wir los. Und was interessant ist, jetzt müsst ihr mal kurz hier rüber schauen. Es gibt so ein kleines Geräusch, aber das kann man hier auch ausmachen.
Ganz spannend. So, jetzt ist hier so ein Frontantrieb drin, was auch interessant ist. Ich habe die eigene Kategorie in den Videos gemacht. Frontkratzer meine ich auch so. Was mir aufgefallen ist, ist, der regelt relativ schnell hier immer, ne, wenn die Reifen drohen durchzudrehen. Was gut ist zum einen, was aber auch fahrdynamisch begeistert und so ein bisschen zwei, drei Möglichkeiten nimmt, aber dient der Sicherheit. Genauso wie, dass wir hier jetzt eine Schildererkennung haben, einen Totenwinkelwarner, einen Spurhalteassistent, einen Abstandsregeltempomat, was sehr gut ist. Und jetzt zeige ich euch mal, was hier passiert. Deswegen habe ich die Strecke ausgesucht. Normalerweise, ich gebe Gas, das Auto gibt Energie aus und jetzt rekuperiert es dann. Seht ihr dann hier schön, ne? Aber jetzt gibt es da noch den B-Modus. Heißt, ich ziehe nochmal hier nach unten, hier steht dann B und jetzt bremst der stärker. Das ist wirklich merklich, deutlich merklich. Wir rekuperieren stärker, sieht man dann auch hier vorne. Und jetzt gucken wir mal, ob das bis zum Stand funktioniert. Hört ihr das Geräusch? Mich nervt das für den Fußgängerschutz. Ich mache das jetzt aus. Jetzt hört das nicht mehr. Er steht nicht ganz. Heißt, wir können, also das Auto, wir können hier kein One-Pedal-Driving drin haben. Aber sowas in der Art, und wenn ihr so ein bisschen vorausschauende Fahrer seid, dann reicht das auch. Jetzt drehen wir den hier mal. Ihr seht auch, der rutscht, aber ja, der regelt schon ganz gut. Und was jetzt interessant ist, bisher war es immer so, wenn ich den B-Modus hier reingemacht habe, stand, dass die Batterie zu kalt ist. Deshalb habe ich es euch erzählt, Offenburg, 0 Grad und ja, bei dem Schneematsch wird die Batterie kalt sein. B-Modus ist begrenzt in diesem Modus, was ganz interessant ist. Hier ist jetzt interessant, weil bei der Energieflussanzeige kann man eben relativ viel sehen. Wir haben hier auch so ein Histogramm, was interessant ist für den Verbrauch. Reichweite, habe ich euch ja draußen schon gesagt, also beim Motor war auch spannend. Ich bin tatsächlich in der Stadt, als es ein bisschen wärmer war, so um die 7 Grad, etwa 400 Kilometer weit gekommen. Schätzungsweise. Ne? Ich habe es natürlich nie bis zum Schluss probiert, weil ich wollte nicht stehen bleiben. Und auf der Autobahn bin ich nicht weiter als 280. Insgesamt waren es etwa 320. Wenn es jetzt so kalt war, hat die Reichweite wirklich deutlich, also wirklich deutlich gelitten. Schön ist auch, man sieht es da vorne schön, man sieht auch da vorne, wenn man bremst dann, dass man rekuperiert, wenn man wieder Gas gibt, Energie ausgibt. Und jetzt fahren wir hier mal auf die Straße drauf. Und jetzt hat das Auto ja den großen Motor, sind ja immerhin 245 Newtonmeter Drehmoment, ne? Und der soll in 9,5 Sekunden auf 100 beschleunigen. Und ob das passt, das probieren wir jetzt mal. So, also. Wie beim schlechten Geschlechtsverkehr habe ich so ein bisschen zu früh abgebrochen. Das soll man ja eigentlich nicht tun. Ich mache mal noch eine Vollbremsung. Und jetzt ist es interessant, weil da merkt man natürlich deutlich, dass das Auto schon einigermaßen schwer ist. Wenn man über die Lenkung spricht, das ist interessant, weil die ist natürlich sehr komfortabel. Ich mag das. Aber so ein richtig gutes Feedback für sportliche Fahren gibt die einem nicht. Nein, also wirklich nicht. Die ist zwar nicht besonders nervös in der Mittellage, da ist sie eigentlich gar nicht so indirekt, da ist sie eigentlich da. Aber ansonsten ist es eine sehr synthetische Bremse. Jetzt haben wir hier 100, schaut mal da. Vorne ist ein 50er Schild und erkennt er das jetzt? Ja. 50, mega gut. Da könnt ihr also echt euch auf die Schildererkennung erstmal hier verlassen. Jetzt drehen wir hier gleich mal. Hoffen, dass wir mit unserem Frontkratzer nicht hier da im Schnee stecken bleiben. Blinkgeräusch, auch ganz gediegen eigentlich, ne? Und jetzt zeige ich euch mal noch die Rückfahrkamera. Da war bis eben so ein Tropfen vor. Jetzt sind viele Tropfen vor. Das liegt halt am Wetter, ne? Ganz spannend. Ja, und jetzt gehen wir mal wieder Gas hier raus und dann merkt man, oh ja, Frontkratzer, der kratzt vorne ein bisschen rein, aber wie gesagt, der ist echt ganz gut abgestimmt. Und jetzt zeige ich euch was. Wir machen hier vorne mal, also den B-Modus raus und machen dann hier nicht den Begrenzer ein, sondern den Regler ein. Und dann drückt man hier auf Set und jetzt haben wir die 67 km/h drin. Ich gehe mit dem Fuß von dem Gas, gehe mit der Hand weg von der Lenkung.
Die Spur hält da jetzt nicht, das macht man dann hier rein. Und dann haben wir halt alles, um teilautonom Level 2 unterwegs zu sein. Heißt, der hält schön die Spur, der hält den Abstand zum Vordermann, erkennt die Schilder, erkennt dann auch, ob jemand im toten Winkel ist, was ich richtig gut finde. Und was natürlich am schönsten ist, hier drin ist nicht der Eco-Modus. Wenn man die Reichweite maximieren will, dann macht man den rein. Da vorne steht das dann immer. Sondern, was am schönsten ist, ist so von 70 nochmal auf 100 km/h, wie schnell das geht und wie linear das geht. Oder vielleicht jetzt auch nochmal, eben nicht nur von 0 auf 100, sondern dann von, ja, schaut mal da vorne, von 50 dann auf 100 nochmal beschleunigen. Das ist richtig schön. Und wenn man einmal so ein E-Auto gefahren hat, will man eigentlich nichts anderes. Interessant ist übrigens auch, ich hatte einen Normverbrauch von 19 Kilowattstunden. Ja, und jetzt am Schluss kommen wir zum Fazit und ich sage euch was, der hat mehr Reichweite als Peugeot 208 und Corsa E. Aber mehr verrate ich nicht. Hallöchen, kommen wir zum Fazit und ich habe ja euch die sehr provokante Eingangsfrage gedroppt. Ist jetzt die Renault Zoe das beliebteste Elektroauto, das war sie 2020 in Deutschland, oder vielleicht tatsächlich auch das Beste? Und da kann ich euch eins sagen, schwere Frage. Ich weiß nur, dass es halt ein sehr preissensibles Wettbewerbsumfeld ist, das allerdings auch immer größer wird. Und es gibt teilweise ja auch Lieferschwierigkeiten. Da ist, glaube ich, Renault nicht so richtig davon betroffen. Die Wettbewerber sind für mich ganz klar Peugeot E208, Opel Corsa E, VW ID3 auch auf jeden Fall. Das sind, denke ich, so die Hauptwettbewerber und die liegen alle sehr nah beieinander, sind allerdings auch so ein bisschen anders positioniert. Ne? VW setzt sehr viel auf Technik, auf Infotainment, auf Coolness zum Beispiel. Der Opel Corsa E ist sehr solide. Das seht ihr bei uns auch im Review. Ihr könnt es ja auch vergleichen. Aber was Renault sehr gut par excellence verstanden hat, ist ganz klar der Preis. Und da ist das halt ein echter Hammer, weil der beginnt mit dem kleinen Motor und dem kleinen Akku als R10 ZE40 bei ganz knapp unter 30.000 Euro. Wollt er dann den großen Akku zu dem kleinen Motor, liegt er etwa bei 32.000 Euro. Ja, und wollt er so, wie er hier steht, großen Motor mit großem Akku in der Ausstattungsvariante Intense mit dann halt fast 390 Kilometer Reichweite, seid ihr dann halt allerdings auch schon bei 36.000 Euro. Dann gibt es noch die Sonderversion Riviera für 38.800 Euro. Ja, aber was natürlich Renault checkt ist, dass man fördern muss. Der Staat fördert ja ein bisschen, Renault muss das ja sowieso dann auch aufstocken, aber ihr bekommt 10.000 Euro Förderung. Heißt, der hier wird euch noch 25.000, 26.000 Euro kosten und im Einstieg wird er euch nur 20.000 Euro kosten und dazu bekommt er dann auch noch die Wallbox. Und wenn ihr ihn als Dienstwagen fahrt, zahlt er nur 0,25% Dienstwagensteuer. Grandios. Und da überlegen halt dann viele, kaufe ich einen teureren ID3, kaufe ich vielleicht einen bisschen teureren Opel Corsa E, was brauche ich, was ist mir wichtig und wie viel Geld bleibt am Ende vom Tag, vor allem in der Corona-Zeit, in meinem Geldbeutel zurück. Wer das auch weiß, ist unser Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen unter den etablierten Leasing-Anbietern und probieren für euch den garantiert besten Preis rauszufinden. Schaut da vorbei, das lohnt sich richtig, vor allem bei so einem Elektroauto. Hier seid ihr gelandet, ja. Bei mir bin der Jan. Ich hoffe, ich habe euch das Auto gut vorgestellt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mit den ganzen Informationen anfangen können. Abonniert gerne unseren Kanal The Car Crash Review. Macht euch froh und mich steinreich wie Elon Musk. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis bald.